neue Arbeitsmarktjobs haben, mehr oder weniger. Wir lagen ungefähr bei 500.000 statt bei den 225.000 erwarteten für den Juni. Und das ist natürlich wieder ein Signal gewesen, dass man gesagt hat, okay, der Arbeitsmarkt ist immer noch sehr, sehr stark. Es kommen wieder Zinserhöhungen auf uns zu. Am Freitag gab es dann so eine kleine Korrektur. Dann gab es ja den anderen Report, der ein bisschen unter den Erwartungen lag, das erste Mal seit den letzten 7 Monaten jetzt wieder, glaube ich. Oder das sind sogar noch mehr, ich glaube, es sind 14 Monate gewesen. Und wir hatten ja immer mal wieder eigentlich, dass die Arbeitsmarktzahlen besser, besser, besser waren und der Arbeitsmarkt deutlich, deutlich stärker war, als wir gedacht hätten. Ja, und da gab es mal so eine leichte Korrektur in die eine Richtung. Aber man sieht, ja, es war ein bisschen durchwachsen und durchmischt. Und das hat dem Markt am Ende nicht ganz so gut gefallen. Die Zinsen sind ja antizipiert wieder höher gewesen und dementsprechend gab es auch einen Aufschlag bei den Anleihen. Und ja, man erwartet einfach wieder, dass noch ein, zwei Zinserhöhungen hier kommen. Und man Ah, das merkt. Gefühl, dass es so ein bisschen der Markt zwischen zwei Ängsten gefangen ist. Genau. Entweder die Zinsangst oder die Rezessionsangst. Die gute Arbeitsmarktzahlen zeigen ja eigentlich, dass es, was die Rezession angeht, nicht so dramatisch ist. Zumindest solange das stabil bleibt. Und auf der anderen Seite hat man dann wieder Angst, oh gut, dann bleiben mal die Zinsen noch hoch, was wieder die Tech-Werte oder auch alle Werte, die natürlich sehr kapitalintensiv sind. Es ist immer ein Mix, absolut. Also die Fed und auch generell ja, die Zinspolitik achtet sehr darauf, dass der Arbeitsmarkt halt robust bleibt, weil das immer so ein bisschen das Kernelement der Wirtschaft ist. Alles andere schwankt mal mehr, mal weniger. Es gibt immer mal mehr Bedarf, Nachfrage, Angebot. Das mixt sich alles irgendwie durch. Aber ja, der Arbeitsmarkt ist mal ein großer Indikator, aber auch einer, der sehr schwer zu greifen ist. Und deswegen liegt darauf ja auch immer so ein starker Fokus. Aber du hast vollkommen recht, es ist immer so ein bisschen die Angst zwischen, ja, Arbeitsmarkt, ist er noch robust genug? Wie hoch gehen die Zinsen noch? Kommen noch mehr Zinserhöhungen? Können wir uns eher auf eine entspanntere Zukunft einstellen? Und so richtig, ja, kann man sich nicht entscheiden. Was man hier merkt, wir gucken uns gerade den DAX an und haben eigentlich gerade fast nur über die USA gesprochen. Da merkt man, dass da doch eine sehr starke Korrelation einfach herrscht. Ja, oder du bringst sie einfach nur hier rein, vielleicht ist sie gar Ja, nicht so da. ne, man merkt einfach, dass ja der DAX sehr sensibel darauf reagiert, was in den USA passiert, weil wir hier natürlich eine sehr ähnliche Politik verfolgen. So ein bisschen, ja, vielleicht segmentierter auf die einzelnen Länder, aber doch irgendwie im Ganzen sehr ähnlich, auch wenn wir ein bisschen hinterherhängen. Und in den USA hatte das Ganze natürlich auch seine Auswirkungen. Wir sehen oben diesen Knick nach unten, insbesondere auch beim Dow Jones, der wieder nach unten gegangen ist. Wie gesagt, es gab auch mal die ein oder anderen Dividendenkürzungen, die man jetzt im Rückblick gesehen hat. Aber auch hier war es wirklich, ja, diese Dramaturgie rund um das Thema Zinsen, rund um das Thema Arbeitsmärkte. Es kam dann jetzt auch noch raus, dass im Juni doch einige eigentlich dafür gestimmt hätten, dass es wieder eine neue Zinserhöhung gibt, um ja 0,25%. Und ja, somit merkt man, die Zinsangst kreist wieder über dem Markt. Es war aber tatsächlich gar nicht so schlimm in den USA, wie es wir jetzt beim DAX gesehen haben. Und da sieht man halt, wie das der Bewertungsunterschied war. Wir wissen ja aufs Gesamtjahressicht, sind wir einfach noch nicht so hoch gelaufen in den USA wie jetzt im DAX. Da waren insbesondere halt die großen Tech-Titel, die Indizes nach oben gezogen haben. Aber der breite Markt ist noch so ein bisschen in Haltestimmung, während wir ja beim DAX immer wieder neue Rekordhochs erreicht haben. Und dementsprechend ist man auch ein bisschen ja, weniger stark getroffen worden, wenn man jetzt ja, einen starken Fokus auf die USA hatte. Dow Jones und Nasdaq, das weiß ich jetzt wieder aus dem Livestream-Raum, steht auch immer noch an den Hochs, auch vor ja, starken Widerständen. Und da ist es jetzt technisch gesehen zumindest noch nicht durchgekommen. Genau. Und das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Wenn es da aber nach oben geht, glaube ich, da wird ordentlich Kraft frei. Aber das werden wir sehen, wenn es Genau, alles. werfen wir noch einen Blick nach Asien und Hang Seng, Nikkei. Man kann schon sagen, es ist ein ähnliches Bild. Auch hier ging es wieder ein bisschen bergab. Es gab ja mal wieder schlechte Wirtschaftsdaten, kann man sagen. Insbesondere ja, in China, im Festland China, die Einkaufsmanager-Indizes sind wieder zurückgekommen, insbesondere im Dienstleistungssektor. Der ja, chinesische Yuan ist so ein bisschen wieder im Kampf, steht jetzt so im 15-Jahrestief. Das nähert sich gerade so an. Und die Wirtschaftspower lässt einfach weiter nach. Und die Daten sprechen einfach gerade nicht für das Wachstum dort. Und das spürt man auch an den Märkten. Insbesondere die Bankaktien hat es dementsprechend stark getroffen, weil ja, da ist man von Währungseffekten natürlich sehr schnell und sehr stark betroffen. Und ja, das sieht man einfach hier im Verlauf ja, der Woche.
Freitag oder zum Ende der Woche sind nochmal ein paar Tech-Titel wieder nach oben gekommen. Also wer so vielleicht mal Alibaba und so sich angeguckt hat, die sind gut gelaufen. Aber der große, breite Markt hat hier doch sehr stark gelitten. Ähnlich war es hier auch beim Nikkei zu sehen. Auch da ist man natürlich vom gesamtasiatischen Markt und auch von den Bestimmungen hier in den USA abhängig. Das so zu den Gesamtmärkten. Blicken wir nochmal auf die News der Woche. Und ich kann sagen, wir haben diesmal sehr positive News der Woche mitgebracht, obwohl wir ja eigentlich eine, wie wir gerade gesehen haben, eher turbulentere Woche hinter uns haben. Aber es ist doch auch viel Gutes passiert für den einen oder anderen Anleger. Starten wir mit Rivian. Haben wir ja auch hier schon das ein oder andere Mal besprochen. Ein E-Automobilhersteller aus den USA. Insbesondere stark verbunden mit Amazon. Dort gibt es ja Geschäftsbeziehungen, aber auch Investorenbeziehungen. Ja, und hier gab es einfach mal bessere als erwartete Geschäftszahlen, und zwar deutlich besser. Man hat viel besser seine Autos ausliefern können, viel besser seine Autos produzieren können, und dementsprechend ist die Aktie um 30% gestiegen. Gibt es in Zukunft das E-Auto dann bei Amazon, oder was ist die Partnerschaft? Ja, ich glaube, es geht da sehr stark einfach um die Trucks zum Ausliefern, um alles, was man braucht, um die Logistik aufrechtzuerhalten bei Amazon. Und vielleicht ist da natürlich so ein anderer Zweig irgendwie noch mit drin. Jedes große Tech-Unternehmen braucht ja irgendwie auch mal so seine eigene Auto-Idee, habe ich so das Gefühl. Aber ja, hier geht es, glaube ich, eher um die Lieferfahrzeuge hier von Rivian. Okay. Nucera, ThyssenKrupp ist an die Börse gegangen, war ja ein erfolgreicher IPO. In der letzten Woche ziemlich viel Aufsehen erregendes ist dort geschehen, weil Wasserstoff ja immer mal wieder sehr stark in Mode ist, dann mal wieder nicht, dann doch mal wieder sehr stark. ThyssenKrupp war lange erwartet, in diesem Fall rund 2,5 Milliarden wurde beim IPO erzielt. Am Anfang ist es auch so ein bisschen rumgedümpelt, aber dann haben wir doch noch so einen 18%igen Zuschlag gehabt, also 18%iges Wachstum zum Handelsschluss. Wir sind jetzt sogar noch ein bisschen nachgezogen in den letzten Tagen, und ich glaube, grundsätzlich kann man davon einen ziemlich erfolgreichen IPO sprechen von Seiten ThyssenKrupp. Die haben vielleicht auch mal so eine positive Nachricht ganz nötig, kann man sagen. Bist du da tiefer drin? Ich meine, ich hätte es bei Linde erwartet, dass man sowas rausnimmt aus der Firma, weil man da nochmal ein ganz eigenes Firma drum rumstricken kann, wahrscheinlich über das Thema Wasserstoff. Was hat ThyssenKrupp so mit Wasserstoff zu tun? Also im ersten Moment denkt man so, oh, Schwerindustrie und keine Ahnung, aber was ist der Wasserstoffteil davon? Das ist so ein bisschen verstrickter, kann man sagen. Also es gab ja schon länger auch mal diese Sparten, und ThyssenKrupp ist ja doch sehr breit aufgestellt, in sehr, sehr vielen Sparten unterwegs. Und warum Nucera überhaupt so interessant ist, weil man im Vergleich zu vielen anderen kleineren Unternehmen, die so immer mal wieder rum, so Plug Power, Netazar und, halt eigentlich schon ein viel gestandeneres Geschäft hat und dementsprechend auch ganz gut eigentlich in diese Energiethematik reinarbeiten kann. Ich bin jetzt nicht in der Tiefe drin, wo die Zusammenhänge sind oder ob das besser oder schlechter ist, aber das sollten wir uns vielleicht auch mal angucken. Es ist aber ganz spannend zu sehen, dass ThyssenKrupp dann doch immer mal wieder so Sparten an die Börse bringt, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht mitrechnet, dass das jetzt so perfekt zur guten alten Stahlindustrie oder so passt. Ja. Was aber auch spannend war, wir hatten Red Care Pharmacy, Shop-Apotheke, für den einen oder anderen, der sich gefragt hat, was das ist, haben wir ja auch schon mal besprochen. Dort lag es auch, die Quartalszahlen wieder über den Markteinschätzungen, und man hat einfach ein ganz gutes, positives Momentum, obwohl dieses Thema mit dem E-Rezept immer noch irgendwie so ein bisschen in den Sternen hängt. Das gibt es ja irgendwie mal wieder, dann gibt es wieder Testphasen, dann werden die wieder eingestampft, dann gibt es wieder kleine Erfolge, und eigentlich wartet man hier sehr stark darauf, dass man digital sein Rezept bekommt und dann auch online bestellen kann. Das ist eigentlich das große Ziel. Solange das noch ein bisschen komplizierter ist, macht man seinen Umsatz halt mit allem, was man so noch vertreiben kann. Und das funktioniert scheinbar ganz gut. Die Aktie ist um 7% gestiegen. Ja, und Meta zum Abschluss. Ich glaube, das haben fast alle mitbekommen. Es gab den neuen Meta quasi Nachrichtendienst, Threads in dem Falle, ist unmittelbar Konkurrent eigentlich zu Twitter. Elon Musk und Mark Zuckerberg liefern sich ja gerade da so kleine Internetkämpfe, indem sie sich gegenseitig zu
Cage-Fights herausfordern, also und auch teilweise irgendwie schon nach Lokationen gucken, mal gucken, ob sie noch zu einem richtigen Kampf der Milliardäre kommt. Zumindest gibt es einen Kampf ja auf dieser Ebene und man muss sagen, natürlich ist die Plattform ziemlich erfolgreich gestartet, hängt sehr stark an den bisherigen Plattformen von Meta, an WhatsApp, an Instagram und ja, da schafft man es einfach sehr schnell, Nutzer auf der Plattform erstmal zu akquirieren. Genau, aber letztlich der Hintergrund ist da auch eigentlich eher zumindest eine wahrgenommene Schwäche von Twitter, weil Elon Musk, seitdem er da on board ist, irgendwie, oder vielleicht gar nicht er selber, aber die Firma, die dahinter steckt, dann auch seltsame Entscheidungen trifft, zumindest nicht nachvollziehbar. Es ging halt los mit so gewissen Inhalte wieder freischaltet und denkt so, muss das sein? Das Zweite war dann irgendwie, dass man für diesen blauen Haken der Verifizierung, dass ich ganz viel Geld zahle, dass nicht mehr einfach so der Mensch ist, der dahinter steckt. Und zuletzt eben, dass man die Anzahl der Nachrichten, die man sich anschauen kann, deutlich begrenzt. Also man zieht da so ein bisschen die Daumenschraube an. Und Twitter ist natürlich ein riesiges Netzwerk und wenn natürlich dann jemand anders kommt, der sagt, komm, bei uns könnt ihr das einfach wie immer haben, so gefühlt zumindest, ob es so ist, wird man ja sehen. Es ist zumindest die Idee. Werden also dann die Leute ab und es gab vorher schon so ein paar andere kleinere Alternativen, wo Leute auch schon abgewandert sind und jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann wirklich dazu führt, dass so einfach mal Threads das einfach mal übernimmt, was bei Twitter gerade passiert. Bin da noch skeptisch, aber trotzdem ist es natürlich entspannt, wie das Momentum ist und nach ChatGPT hat Threads also auch innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen oder einer Woche, also das geschafft, was erst vorher ChatGPT der Rekord hatte. Ich glaube, diese 100 Millionen Nutzer waren, glaube ich, in 4 Wochen bei, glaube ich, bei ChatGPT und hier war es irgendwie in 2 Wochen oder so. Also dieser Rekord. Das ist, glaube ich, diese 1 Million Nutzermarke, die innerhalb von einer Stunde erreicht wurde. Oder sowas, genau. Von Threads jetzt. Genau, also es gibt diese Rekordjagd, wie schnell man eigentlich eine Userbase aufbauen kann. Ist auch Wahnsinn, mit welcher Geschwindigkeit das stattfindet. Und ganz gut, wenn man 1 Milliarde User in der Hinterhand hat. Genau, zeigt aber wiederum, dass natürlich so eine Marke wie Meta dann auch, wenn die dann sagen, okay, wir machen einfach das, was Twitter macht, machen sie auch nicht, die machen das noch ein bisschen anders, aber einfach mal die Macht hat auch, dass sowas sich einfach wechselt. Genau. Und interessant, dass das dazu neigt, dass das so in Monopole geht. Also man entweder sind alle bei Twitter oder alle bei Threads oder alle bei LinkedIn oder alle bei Facebook oder Instagram und es ist wenig, dass es sich so verteilt. Ja, absolut. Also es neigt tendiert ja alles sehr stark zu Monopolen. Also alles, jeder, der früher unterwegs war, merkt, wie viele Netzwerke es eigentlich mal gab, die nach und nach irgendwie verschwinden und sich das auch eigentlich wenige kristallisiert. Und ich glaube, für Meta ist es auch einfach ein ganz spannender Weg, den sie eventuell ausprobieren, ausnutzen können. Ja, wenn für man Werbung sieht, sicherlich gut geeignet. TikTok ist eine sehr starke Konkurrenz, darunter hat man sehr gelitten in den letzten Jahren. Vielleicht ein Zweig, in dem man sich so ein bisschen ausleben kann. Werfen wir noch einen Blick auf unser Mitgliederdepot, also die Titel, die ihr wählt aus dem Market Roundup. Wir haben ja nichts dazu gekauft in der letzten Woche, sind aber immer noch so bei 4,5% hier im Plus. Meta, wie gesagt, hat es ganz gut erwischt bei uns, 25% ungefähr im Plus. Carrier Global ist auch immer noch oben mit dabei. Ja, viel Bewegung auch, natürlich wie immer bei Vonovia. Da wartet man einfach auf niedrigere Zinsen, kann man so sagen. Übrigens auch mal ganz interessant, glaube ich, dass wir uns das nochmal intensiver angucken. Viele der Immobilienunternehmen liegen gerade wirklich, wirklich sehr stark am Boden. Tendenziell vielleicht überverkauft. Und da sollte man, glaube ich, nochmal einen genaueren Blick jetzt zu der aktuellen Zeit drauf werfen. Werden wir hier, glaube ich, in Zukunft auch mal machen. Dementsprechend schauen wir uns eine andere Branche an, die auch sehr stark abverkauft war oder ist. Wir schauen uns Kreuzfahrtunternehmen an. Und ja, ein Vögelchen hat mir ja gezwitschert, dass du auch schon eine Kreuzfahrt hinter dir hast. Ja, ich hab letztes Jahr auch schon eine Kreuzfahrt gemacht, kann man gut sagen. Auch meine erste Kreuzfahrt. Also man sieht, dass das Wachstum irgendwie weiter anhält, wenn ich mich selber zumindest da reinzähle. Ganz interessant und insbesondere auch interessant, wenn man sich die Unternehmen mal so ein bisschen genauer anguckt. Die sind ja sehr stark, lagen sie am Boden, kann man so sagen. Während der Pandemie kann man sich gut vorstellen. Alles Unternehmen, die ja eigentlich von Urlaub leben, davon leben, dass man frei reisen kann, überall andocken kann. Wenn überall natürlich Beschränkungen herrschen, man eigentlich nicht mehr so wirklich die Häfen anfahren kann, alle Angst haben, dass ja eine Pest quasi gebracht wird, per Schiff kann man fast so sagen, oder in dem Falle war es halt Covid,
ja, dann kann man sich gut vorstellen, dass eigentlich die gesamte Geschäftsgrundlage entfällt. Ja. Und während natürlich ja, vielleicht Hotels und so das auch hart getroffen hat, aber die das vielleicht noch ein bisschen besser regulieren können, weil vielleicht ist es noch ein bisschen Geschäftsreisen, was doch noch irgendwie funktioniert oder man kann die Kosten auch besser senken. Ja, aber so ein Schiff hat man und das muss irgendwo liegen und das kostet irgendwie Geld. Und ja, das hat am Ende Unternehmen sehr, sehr stark getroffen. Man spricht hier wirklich von riesigen, riesigen Schulden, die aufgebaut wurden. Also wir werden das gleich sehen. Das sind Milliarden an Schulden, die aufgelaufen sind. Milliarden an Schulden, die nicht bezahlt werden konnten. Man musste sich neu verschulden. Man hat sich sehr stark verwässert. Also all das gucken wir uns gleich nochmal an. Was wir hier aber sehen ist, die ganzen Unternehmen haben teilweise schon sehr, sehr starke Rallyes hingelegt. Ja, seit Jahresbeginn oder auch jetzt seit der Pandemie wieder. Man sieht es natürlich oben ziemlich extrem bei Royal Caribbean, die ja relativ gut wieder gelaufen sind. Die anderen beiden ja gerade erst wieder mal so im Aufschwung sind. Aber, und wir sehen es gleich, die trotzdem sehr, sehr starke Kursgewinne verzeichnet haben. Und damit eigentlich gerade wieder so aus dem Weg langsam aus der Pandemie rauskommen. Also die Umsätze liegen immer noch unterhalb des Vor-Corona-Jahres, also von 2019, aber man nähert sich sehr stark dieser Zahl wieder an. Wir wissen, dass Geld für Reisen wird momentan trotzdem sehr, sehr gerne ausgegeben. Also auch wenn wir jetzt das mal verbinden mit den Job-Reports, die wir uns gerade eben angeguckt haben, da hat man am meisten Zuwachs gesehen in Leisure, Hotels und Travel, also alles, was Freizeit ist. Und ja, da sieht man, dafür geben die Menschen immer noch gerne Geld aus und das spüren halt auch genau diese Unternehmen. Werfen wir mal einen Blick auf all diese Unternehmen in Kürze und wir starten mit Norwegian Cruise Line Holdings. Und wenn jetzt der eine oder andere sagt, es ist ja ganz schön, auch mal ein norwegisches Unternehmen dabei zu haben. Nee, das sitzt auch in Miami, ist auch ein US-amerikanisches Unternehmen. Klingt aber ja so ein bisschen, als hätte es was Nordisches an sich. Er hat ungefähr drei große Namen unter sich, Norwegian, Oceania und Seven Seas, kann man sagen, rund 30.000 Mitarbeiter und ja, 2022 konnte man auch wieder einen ordentlichen Umsatz von 5 Milliarden Dollar erzielen. Da ist aber die AIDA jetzt nicht dabei. Da ist die AIDA noch nicht dabei, die kommt aber gleich auch noch. Okay, ich bin ja gespannt, wo sie sie unterordnet, ja. in welchem großen Konzern. Genau, sie ordnet sich auf jeden Fall unter. Das kann wir sind ja hier in Hamburg, wir sehen ja die Schiffe auch bei uns sehr viel ran- und rausfahren. Also ja. Man kennt sich mittlerweile, also man kennt sich meistens aus, wie die Schiffe so heißen mittlerweile, oder man sieht auch mal vielleicht irgendwo. Die docken direkt hier an, genau. Die docken auch direkt hier bei uns an. Aber dass mal die Unternehmen, die dahinter sind, hat man gar nicht so auf dem Schirm. Zum Beispiel, das hätte mir jetzt nichts gesagt. Ja, also, ja. Es, genau. mir persönlich auch nicht. Da viele so Eigenmarken auch in den, also, oder so Markenbildungen innerhalb dieser Schiffsflotten und so. Genau, es ist halt auch da sehr viel Konsolidierung gewesen. Die waren früher alle mal einzeln, dann hat irgendwer die aufgekauft, weil einfach sehr viel Kapital gefragt ist. Wenn man sich das mal anguckt, es werden immer größere, immer riesigere, immer neuere Schiffe gebaut und die kosten halt Milliarden. Also ich glaube, ich habe in der Recherche gesehen, dass das neueste Schiff kommt heute noch 1,3 Milliarden Dollar kostet an Anschaffungskosten. Und da sieht man, dass man da schon ganz schön viel Kapital braucht. 1,3 Milliarden. Genau. Okay, und viele nicht mal als Umsatz, als Unternehmen. Genau. Aber vielleicht eine Insider-Frage. Wenn du es weißt, sag es mal nicht gleich. Aber ihr könnt ja mal gucken. Es gab ja früher die Serie vom ARD, glaube ich, das Traumschiff. Oder war es bei ZDF? Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. Aber ich glaube, die ist früher auch noch mal als Kreuz oder die fährt heute noch als Kreuzfahrtschiff. Wir können ja mal rausfinden, wo die dazugehört. Würde mich mal interessieren. Ich weiß es nicht. Also okay, das weiß ich nicht. Aber du bist dann auch vielleicht nicht typische Zielgruppe von dem. Aber die fährt hier ab und zu auch noch tatsächlich bei uns rein. Das Traumschiff fährt hier bei uns noch rein in den Hafen. Ihr könnt ja mal rausfinden, wenn ihr gerade Lust habt und euch damit beschäftigen wollt. Ich muss es nachher auch mal googeln, wo die eigentlich dazugehört. Weil die muss ja auch, also außer die ist ganz ganz kleiner, vielleicht gehört sie auch zu einem dieser großen drei, die wir jetzt gleich sehen. Könnte ich mir fast vorstellen. Also ja. Tatsächlich sind die größten Kreuzfahrtreedereien, haben eigentlich alle, ja, ein ganzes Konglomerat an Schiffen unter sich. Das Einzige, was viele vielleicht kennen, was hier gerade so fehlt, ist MSC. MSC ist aber generell ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, weil es halt ein privates Unternehmen ist, mehr oder weniger eigentlich immer noch einer Person gehört, riesiges Kreuzfahrtschiff Unternehmen ist, aber auch extrem groß in Logistik ist und. Also sehr spannend, muss man mal eine andere Geschichte drüber machen, ist leider nicht börsennotiert, dementsprechend für uns vielleicht eher weniger relevant. Aber kurz zurück zu Norwegian Cruise Line. Es ist das kleinste dieser drei Reedereien oder der Unternehmen, die wir uns heute angucken. Hat wie gesagt so
5 Milliarden Dollar Umsatz erzielt 2022. 2021 waren es aber allerdings nur noch 10% der Vor-Corona-Umsätze. Und da merkt man, 90% der Umsätze fallen halt einfach weg. Und jeder kann sich gut vorstellen, dass das natürlich für ein normales Unternehmen eigentlich nicht zu stemmen ist. Insbesondere, wenn man Schiffe kauft, die man ja jetzt nicht gerade kauft, wenn sie fertig sind, sondern in Produktion gibt, die hunderte Millionen oder Milliarden kosten und meistens bestellt man auch nicht nur eins davon, dann sieht man, dass man natürlich immer extrem viel Kapital benötigt und wenn dann 90% der Umsätze wegfallen, man eigentlich trotzdem die Kosten weiter hat, dann führt das dazu, wozu es 2021 geführt ist und das war eine 700%ige Verlustmarge und ein Verlust von 4,5 Milliarden Dollar und dementsprechend hat die Airline auch fast schon gesagt, ja, ich weiß, wir wissen nicht ganz, wie wir das weiter regeln sollen. Man hat aber einen Weg gefunden und zwar hat man das getan, indem man extrem seine Aktien verwässert hat, also sehr viele neue Aktien, 50% neue Aktien ausgegeben hat. Man hat sehr viel Kredite aufgenommen zu teilweise sehr, sehr hohen Preisen, 12% teilweise musste man da bezahlen an Zinsen und irgendwie hat man es aber geschafft, ja, wieder auf einen etwas grüneren Zweig zu kommen und wir sehen es hier gerade, wir hatten Bestand, das Unternehmen ist jetzt ungefähr 9,3 Milliarden Dollar wieder her wert und was man halt sieht, 83% Kursgewinn in diesem Jahr. Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, das sind richtige Kracher bei diesen Kreuzfahrtunternehmen. Und das liegt halt aber genau daran, dass man so am Boden lag und gerade so ein bisschen wieder in die Erholung zurückkehrt. Denn wir sehen, ja, vor der Pandemiezeit lag man auf deutlich, deutlich höheren Kursen noch. Zum einen wurde man natürlich verbessert, zum anderen ist man einfach immer noch nicht profitabel, auch wenn man diese extrem schlechten Margen langsam hinter sich gelassen hat. Aber wir sehen es, Umsatzwachstum 250%, Margen 180%. Das zieht sich natürlich nicht über die nächsten Jahre, aber es zeigt, dass halt hier wirklich eine sehr positive, positives Momentum quasi zu sehen ist. Und man einfach versucht, wieder in diesen großen Schwung gerade reinzukommen. 66% der Umsätze werden ungefähr mit den Tickets erzielt. Den Rest möchte man über Onboard-Aktivitäten erzielen, also alles, was die Kreuzfahrtschiffe noch so vertreiben onboard. Und ja, man möchte einfach wieder zu dem zurück, wo man vorher war. Man sieht es, die Margen verbessern sich auch sehr stark. Also grundsätzlich ein sehr, sehr positiver Trend. Die Frage ist halt, wie lange hält er an? Man setzt sehr stark auf Kostenreduktion. Man möchte weiter skalieren, neue Schiffe, mehr Umsatz, höhere Ticketpreise. Das sind alles die Ziele. Da setzt man gerade drauf auf. Und ja, die Richtung und das Momentum, kann man sagen, stimmt hier zumindest in die Richtung. Gehen wir zu einem etwas größeren Kandidaten und nach Passagierzahlen eigentlich der größten Kreuzfahrt, dem Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Ja, Carnival Corporation, auch hier wieder ein Unternehmen aus den USA. Hierzu gehört übrigens auch AIDA und Costa, also zwei Schiffe, die oder Schiffsmarken, die sehr stark bekannt sind, glaube ich. Also Costa Concordia war ja auch mal vor einigen Jahren sehr stark negativ, muss man eher sagen, in den Medien. Lag die nicht auf der Seite irgendwo vor der Insel? Genau, und der Chef, der Kapitän ist geflohen als einer der Ersten. Das war ja vor der Küste, das war kein so gutes Ereignis, kann man sagen. Vielleicht auch kein gutes Marketing, aber es ist bei vielen schon wieder vergessen. Auch hier es ist es ähnlich wie bei Norwegian Cruise Lines, kann man sagen. Man ist wieder auf dem Weg in Richtung Verbesserung. Man hat 150 Kreuzfahrtschiffe, wie gesagt, diese bekanntesten Marken und Partnermarken, also nicht alles gehört einem zu 100%, aber zu großen Teilen oder zu 50%. Sehr viele Mitarbeiter und auch hier hatte man 2021 gerade mal 10% seiner Vor-Corona-Umsätze, extrem hohe Umsatzkosten, 2,4% des eigentlichen Umsatzes. Wir hatten gerade eben einen Verlust von 4,8 Milliarden. Hier waren es ungefähr 9,5 Milliarden Dollar. Und auch hier hat man ähnliche Maßnahmen ergriffen. Man hat die Aktienanzahl verdoppelt. Man hat hohe Schulden aufgenommen. Man hat versucht, irgendwie sich über Wasser zu halten. Und auch hier zeigt sich halt jetzt gerade eine ziemlich starke Erholung. 140% Kursgewinn dieses Jahr, 4,9 Milliarden Dollar Umsatz, minus 8% Profitmarge und auch hier sieht man die Umsatzzahlen, zeigen alle in die richtige Richtung. Wir sind eine ganze Ecke größer, als wir jetzt bei Norwegian sind.
mit ungefähr 24 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Und der Verschuldungsgrad liegt aber hier auch bei 8. Und da sieht man halt, dass man wirklich, wirklich damit auch zu kämpfen hat, wie viel Zinslast so ein Unternehmen mit sich schleppen muss. Das heißt, man ist kurz vor der Profitabilität wieder, aber man ist auch extrem stark verschuldet. Und das ist, man muss man immer gut rausverdienen. Das muss man immer, also das gehört teilweise zum Geschäft, weil man muss halt diese neuen Schiffe kaufen, die kosten halt Millionen, Milliarden, aber natürlich hatten wir ein besonderes Momentum, wir hatten einfach ja, sehr starke Krisenjahre mit sehr hohen Verlusten und die müssen erstmal wieder irgendwie abgetragen werden und das wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch in den Unternehmen zeigen. Es kommt gerade so drauf an, wie schlau hat man das halt gerade, hat man das in dem Moment angestellt, wie gut hat man sich verschuldet, hat man gute Wahl bei den Kreditgebern am Ende getroffen. Man muss bei Carnival positiv anmerken, man hat es eigentlich geschafft, die Zinslast relativ gut in den Griff zu bekommen und hofft halt hier jetzt auch wieder über höhere Ticketpreise, Kostenmanagement einfach weiter zu skalieren. Es ist noch Platz, auch hier bis zum Corona-Niveau, man hat es immer noch nicht erreicht und das möchte man jetzt in Zukunft auch hier erreichen. Kommen wir zum größten Unternehmen, zumindest nach Marktkapitalisierung, das ist die Royal Caribbean Group. Auch hier wieder in den USA, aber nur der operative Handelshauptsitz. Der richtige Sitz des Unternehmens liegt in Liberia. Also in Afrika hat man sich niedergelassen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, aus welchen Gründen das vielleicht ist. Vielleicht kriegt man da den einen oder anderen Steuervorteil. Aber nichtsdestotrotz sitzt man dort. Man hat hier ja die große Marke Royal Caribbean unter sich. TUI Cruises gehört zu Teilen zu Royal Caribbean. Man hat Pullmentor Cruises, Silver Sea Cruises. Also auch hier mehrere Unternehmen unter diesem großen Hut. Und tatsächlich auch Hapag-Lloyd, wer aus Hamburg das nicht kennt, der hat noch nicht so viel am Hafen quasi Zeit verbracht. Aber ist so mit einer der größten Logistikreedereien, aber die haben halt teilweise auch Kreuzfahrtschiffe und auch hier ist man, verbinden sich auch unter diesem Verbund von Royal Caribbean. Auch hier der Umsatz deutlich, deutlich gewachsen, 470% über dem Vor-Corona, über dem Pandemie-Zeitraum, also jetzt vor Corona braucht man ungefähr noch so 20%, um dieses Niveau wieder zu erreichen. Man hat aber auch diesen genau starken Einbruch gehabt, wie bei den anderen beiden Unternehmen. Man hatte aber hier allerdings 14% des Umsatzes, nicht nur 10% des Umsatzes, aber auch da hat man jetzt wieder eher das positive Momentum gerade erreicht. Ähnliche Problematiken kann man sagen, auch hier starke Verschuldung, starke Verluste, 5 Milliarden waren es in dem Falle bei Royal Caribbean. Allerdings hat man die Aktie nur um 25% verbessert, also man ist so ein bisschen besser eigentlich durch diesen Pfad gekommen. Und das haben wir gerade eben ja auch im Aktienkurs ganz gut gesehen, dass wir schon deutlich positiveres Momentum eigentlich längerfristig haben bei Royal Caribbean. Und das sieht man auch so ein bisschen, wenn man sich die Zahlen anguckt, natürlich auch in diesem Jahr 106% im Plus. Wir hatten aber zwischendurch schon mal so einen deutlichen Buckel nach oben und was wir vor allem sehen, wir haben bessere Margen, also minus 2% nur Profitmarge, man kratzt also wirklich hier an der Profitabilität, soll sie dieses Jahr auch wirklich wieder ganzheitlich eigentlich erreichen. Es ist aber auch das teuerste Unternehmen, also rein von der Bewertung sind wir ja bei einem Kursumsatzverhältnis von 2,4 und da sieht man das im Vergleich bei den anderen beiden, waren wir eher so 1,5. Da ist also Potenzial noch. Kannst du da nochmal kommentieren, Verschuldungsgrad von 10, was bedeutet das genau? Das bedeutet eigentlich mehr oder weniger, dass man sein eigenes Eigenkapital ist 10-mal so klein wie das Fremdkapital, was man im Unternehmen hat. Das heißt jetzt erstmal noch nichts Gutes oder Schlechtes, man muss noch ein bisschen in die Schulden selber reingucken, wie sind sie aufgebaut, sind das wirklich Finanzschulden oder auch teilweise halt Verbindlichkeiten in einem anderen Maße. 10 ist natürlich trotzdem schon ziemlich extrem. Aber Royal Caribbean hängt auch ein bisschen von der Branche ab. Ne? Der Kapital, also Immobilienbranche, sowas, wo es sehr viel Investitionsgüter ist, ist die Verschuldungsgrade wahrscheinlich tendenziell Banken höher. Zum Banken, Beispiel, genau. Tendenziell höher. Aber einfach nochmal, also geht zehnfache des Eigenkapitals ist letztlich das, was an Schulden da ist. Genau. Ja, auch bei Royal Caribbean ist es so, dass man den Großteil der Umsätze 66% on board verdient, 34% 66% mit Tickets, 34% on board und man möchte auch hier wieder Ticketpreise anziehen,
weiter skalieren. Also ähnliches System, man ist nur ein bisschen besser aufgestellt. Wir haben positiven Free Cashflow, positiven operativen Cashflow. Royal Caribbean ist, wie gesagt, eher so ein bisschen für das Luxussegment bekannt. Die ganzen riesigen, immer neuen, großen Schiffe stammen oftmals aus der Hand von Royal Caribbean, die fertigen sie nicht selber, aber sie geben sie in Produktion. Also das sind die Schiffe, die 1,3, 1,4, 1,5 Milliarden Dollar kosten. Und dieses Momentum, dass man eher wieder mal die gut betuchte Klientel bedient, das zeigt sich hier auch wieder in den Zahlen. Also das Momentum ist hier am positivsten, die Aktie ist tendenziell aber auch am teuersten. Ja, was mir so auffällt, ich habe jetzt ja mehrfach so gelesen, so 64 Kreuzfahrtschiffe, dann irgendwas mal 150 und also es waren ja schon ganz ordentlich jetzt Stückzahlen. Und da hast du ja gesagt, so ein Kreuzfahrtschiff kann schon mal eine halbe Milliarde kosten oder auch mal bis zu einer Milliarde. Und ich habe es einfach nochmal so ganz natürlich bauernschlau überschlagen. Na gut, nehmen wir mal an, die werden als alle eine halbe Milliarde oder so sein, dann sind das ja 30 Milliarden einfach an Assets, was so ein Schiff wert ist. Und dann sieht man aber die Marktkapitalisierung, die ist bei mir jetzt hier, sieht man gerade hinter mir, die ist jetzt hier bei 26,4 Milliarden, bei den anderen war das auch so. Also wenn man mal so ein bisschen, ich meine, Buchwert ist noch was anderes, aber Buchwerte sind natürlich das, was so an Assets im Unternehmen drin ist. Und vielfach habe ich jetzt so nur beim Überschlagen gemerkt, Mensch, also die allein schon die Assets dieser Schiffe und alles, was da so drin ist, ist sehr stark noch oberhalb dieser Marktkapitalisierung. Aber es ist natürlich so, es ist ja auch in der Logistik so, die Schiffe sind plötzlich überhaupt nichts mehr wert, wenn die Dinger nicht fahren und wenn da keiner drauf sitzt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Abschlag, der hier drin ist. Ist halt nicht wie eine Immobilie, die immer gut, also auch noch eine Immobilie natürlich, die nicht mehr ausgebucht ist, hat natürlich plötzlich einen riesigen Abschlag. Aber mir kommt es halt so vor, als wenn diese Unternehmen, wenn sie denn profitabel wären, nach wie vor noch ja, tendenziell eher abschlägig gehandelt werden gegenüber anderen Unternehmen. Kann man das so bestätigen? Ist das so dein Gefühl oder ist das so komplett falsch? Das ist nicht nur mein Gefühl, das ist definitiv so. Und ich glaube, es gibt einfach ja, also mehr oder weniger drei Faktoren, die eigentlich dafür sprechen, warum das so ist. Zum einen haben wir halt diese hohe Zinslast. Also auch wenn man das teilweise ganz gut im Griff wieder hat, zumindest im Vergleich zu Pandemiezeiten. Aber wir haben jetzt im ersten Quartal gesehen, bei Royal Caribbean haben wir ungefähr Zinsaufwendungen von 360 Millionen Dollar. Das heißt, man zahlt ungefähr eine Milliarde halt nur an Zinsen für seine Fremdkapitalinvestitionen. Hast du gerade gesagt, 360 Millionen? Im ersten Quartal. Also im ersten Quartal, okay. Genau. Okay, also die Hälfte des Umsatzes, fast nicht ganz, ein Drittel des Umsatzes geht in Zinslast rein. Genau, also da merkt man schon, dass das schon extrem, natürlich zahlt sich das irgendwann aus, aber das ist, glaube ich, so ein Punkt. Zum anderen hat man halt wirklich diese Ungewissheit, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Also es hängt stark an der Wirtschaft. Wie viel sind die Leute bereit, Geld auszugeben? Eine Kreuzfahrt ist schon meistens eher was Teureres. Und auf der anderen Seite, ich meine, es geht ja gar nicht anders. Du kannst so ein Schiff, finanzierst du natürlich dann über viele Jahre und das ist damit mit dem Kapital, das ist wie bei einer Vermietung, du kaufst ein großes Wohnblock und zahlst die Kredite ab und das macht ja natürlich einen Großteil deiner Einnahmen, gehen natürlich in die Finanzierung dieser Kredite ab. So, und die Frage ist natürlich, was sonst noch an Kosten da ist on top, die zur Betreibung, zum Betrieb des Ganzen da ist. Aber diese Firma ist jetzt, also Royal Caribbean, ist ja nun wirklich gerade so an der Grenze wieder zur Profitabilität. Und ist natürlich dann die Frage, wie der Trend jetzt eben anhält. Genau, also das ist definitiv ein Faktor, also Faktor Verschuldung, Faktor, wie ist einfach die Zukunft. Wir kennen das ähnlich bei den Fluggesellschaften, die sind auch meistens nicht so teuer gehandelt, was einfach daran liegt, dass man nicht so richtig weiß, wie ist die Zukunft. Man muss sehr viel Kapital investieren. Das sind definitiv die Gründe, die man dafür hat. Und ja, das ist einfach so im Gesamtkonstrukt zu sehen. Man muss immer wieder neue Schiffe bauen, die auch einfach sehr, sehr viel Wert verlieren in der ersten Zeit. Also das ist so der dritte große Fakt, glaube ich, wenn man für 1,3, 1,4 Milliarden mal so ein Schiff kauft und 10 Jahre weitergeht, da kann man das Schiff bestimmt noch fahren, aber es ist halt nicht mehr das Neueste, das Tollste. Das heißt, die Margen von diesen Schiffen gehen einfach auch sehr schnell wieder runter, während man am Anfang natürlich total begeistert ist. Aber wenn so ein Schiff erstmal 20 Jahre alt ist, dann ist es auch nicht mehr auf den neuesten Umweltstandards. Wenn es das ZDF-Traumschiff ist, was historischen Charakter hat wahrscheinlich. Genau, also da merkt man einfach, das sind so natürlich ein paar Faktoren, die da ineinander spielen. Ich finde es überhaupt interessant, dass diese Unternehmen profitabel sein können, aber natürlich vom Börsenwert her werden die wahrscheinlich niemals mit extrem hohen Bewertungskennzahlen gehandelt werden, weil man sie einfach schlecht prognostizieren kann und so ein bisschen Unsicherheit einfach immer in der Zukunft mitschwingt.
Ihr seht, Kreuzfahrtschiffbranche, kann man viel erzählen. Wir haben jetzt ja auch nur an der Oberfläche gekratzt und mal so ein bisschen diese Unternehmen durchgespielt. Nichtsdestotrotz werden wir gleich nochmal die Umfrage dazu starten, um zu gucken, nehmen wir davon was in unser Depot auf oder nicht. Könnt ihr gerne mal das Ganze kommentieren. Genau, also ihr könnt euch aussuchen, welche Aktie kaufen wir. Also Norwegian Cruise Line, Carnival, Royal Caribbean Group oder keine. Könnt ihr euch aussuchen. Genau. Und ich bin mal gespannt, ob ihr einen Favoriten hattet oder ob das gar nichts für euch ist. Ich glaube zumindest, dass unsere Kunden und ihr und unsere Gäste zumindest schon mal mit einer Kreuzfahrt geliebäugelt haben. Ich, by the way, war noch nicht auf einer Kreuzfahrt. Ich bin da irgendwie auch noch nicht so, da noch keinen Zugang gefunden. Siehst du es zu oft? Ich sehe jeden Tag, wie die Leute rein und rausfahren. Deswegen habe ich es bis jetzt immer vielleicht da nicht schon das gesehen. Aber ich glaube, es ist spannend, mal von A nach B zu kommen, relativ schnell über Nacht und dann wieder anders zu sein. Aber ich glaube, man muss so ein bisschen das Clubleben mögen, so ein bisschen dieses sehr enge Hotel, dann passt das vielleicht auch ganz gut. Aber haben wir noch was, Dustin? Genau, vielleicht nur so, noch, bevor wir einmal weiterspringen, ganz spannend für Leute, die mal noch Unternehmen suchen, die vielleicht einen relativ geringen Kurs haben für Optionen oder ähnliches. Viele dieser Kreuzfahrtreedereien, Royal Caribbean sticht da jetzt gerade wieder so ein bisschen raus, aber haben halt niedrige Kurse, stark verwässert worden. Die kann man tatsächlich ganz gut in ein eigenes Portfolio potenziell integrieren, wenn man irgendwas sucht, um noch spannende Optionen zu schreiben. Ja. Springen wir nochmal weiter und das, was die Woche noch ansteht, und ich habe es ja ganz oft angepriesen, es gibt wieder Quartalszahlen und es ist endlich soweit. Delta, also Flugzeuge und Banken, ist so der Startschuss. Pepsi ist ja auch immer so ganz früh mit dabei. Also Delta, Pepsi, JP Morgan, Citi, Wells Fargo, BlackRock. Also es geht wieder fulminant los, kann man so sagen, zum Ende der Woche. Und es füllt sich immer mehr in den nächsten Wochen. Das heißt, es wird eine sehr, sehr starke, sehr, sehr spannende Quartalszahlwoche, weil wir relativ hoch schon von den Bewertungen wieder sind in den einzelnen Indizes. Und es ist einfach die Frage, schaffen es die Earnings so ein bisschen mitzuhalten? Oder haben wir Abschläge? Wird das so in der Gesamtmarktbewertung sich widerspiegeln? Das wird, glaube ich, sehr spannend. Ja, und die Banken haben ja ihre Stresstests gut überstanden. Mal gucken, ob die Bilanzen jetzt auch, gut aussehen. Eigentlich müssen sich die besseren Zinsen langsam mal richtig gut auswirken. Ja, eigentlich schon, das sagt man zumindest immer. Ende gibt es ja doch wieder Probleme rechts und links. Ja, dann gucken wir mal. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt. Mal gucken, was die Banken so bringen. Wir haben natürlich aber auch noch so ein bisschen was im Fokus an Konjunktur, an Inflationsraten. Man kann schon was sagen, es ist so der Standardkram, aber es ist das, was halt immer wieder wirklich im Fokus steht. Inflationsrate im Juni, Konjunkturerwartungen im Juli, also wirklich, wie ist die Nachfrage, wie ist die Wirtschaft, wie ist auch die Kerninflationsrate in den USA. Da ist momentan einfach sehr viel Fokus drauf, weil die große Frage ist, gibt es noch einen Zinsschritt, wie viele Zinsschritte gibt es? Gibt es noch eine Pause? Vielleicht habt ihr alle auch eine Meinung dazu. Die könnt ihr auch gerne auch natürlich nochmal kundtun, aber das ist einfach so ein bisschen die große Frage, ja, wo geht es da weiter? Und auch bei uns geht es weiter, und zwar haben wir nächste Woche die erste Aktienwerkstatt, kann man so sagen. Da werden wir uns Themen, die wir hier auch besprechen, in einem Bewertungsschema widmen. Also immer wieder mal Themen, wo wir doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle hier im Market Roundup nur mal so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Das werden wir uns mal genauer angucken. Das heißt, wir werden uns einem Bewertungsschema widmen, indem wir das Ganze hier einfach mal live anwenden in dieser Aktienwerkstatt. Und das findet am 20.07. statt, Christoph. Für alle Aktienclub-Mitglieder. Genau so. Am 20.07. Sehr gut. Ansonsten die Woche drauf dann wieder normale Investmentwerkstatt und nächste Woche die kurze. Ansonsten fragt Alfons noch, was wir von der Maersk-Aktie, bzw. dem Moller-Maersk-Aktie halten. Das haben wir gerade jetzt nicht so mal eben in petto. Aber ich glaube, so wenn das, ich weiß nicht, ob das Logistik ist plus Kreuzfahrt oder nur Kreuzfahrt, aber grundsätzlich gelten natürlich da wahrscheinlich die ähnlichen Rahmenbedingungen zumindest, was Kreuzfahrt angeht. Sogar nur Logistik. Also ich glaube, ich sogar nur Logistik. Gar nicht genau. Maersk jetzt als Kreuzfahrt auf dem Auge, aber es kann gut sein, dass. Aber grundsätzlich, die Schifffahrtslogistikunternehmen hatten eigentlich goldene Jahre jetzt. Es gab auch Rekorddividenden teilweise oder Boni an die Mitarbeiter, aber ich kann das jetzt da gerade nicht spontan so sagen. Ja, also aus westlicher Sicht kann man sagen, hängt eigentlich die gesamte Logistikbranche, zumindest auf Schiffssicht, so an drei Unternehmen. Das sind MSC, das ist Maersk und Hapag-Lloyd. Und das sind einfach die goldene Jahre hatten, gerade wieder ein bisschen zurückgekommen sind, also vielleicht auch wieder so ein bisschen spannender geworden sind. Aber natürlich hatten wir einen sehr starken Boom jetzt über viel, viel Handel, der getrieben wurde in den letzten Jahren. Auch viel Handel, sehr international übers Internet gesteuert. Und das Ganze ist natürlich ebenso zyklisch wie auch
ja, viele andere Logistikunternehmen. Trotzdem sehr spannend, steht bei mir auch schon auf der Liste, da nochmal ein bisschen tiefer nachzugraben. Sehr gut. Christoph, es war mir wieder eine Freude. War mir eine Ehre. Es war ein spannendes Thema heute. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und entsprechend sehen wir uns dann entweder am 20., nächste Woche Dienstag erstmal oder am 20.07. dann für alle Clubmitglieder. Oder ihr werdet es wie immer erfahren per E-Mail, per Clubbereich. Wir sind ja dauernd da. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.